Heute haben wir mal zwei seriöse Finanzfirmen, die mit A beginnen. Und damit begrüße ich euch auf dem Kanal vom Callcenter Kascha. Wie seriös und kundenorientiert die sind, werdet ihr erfahren, wenn ihr dieses Video anhört. Habt Spaß dabei und ihr kennt ja schon, dass es nach dem Intro losgeht. Ja, bitte. Hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Loffmann? Ja, wer ist da? Sehr schön, ich bin Lara Campbell von Beratungsunternehmen. Über Kryptowährungen möchte ich Sie informieren, Herr Loffmann. Von welchem Beratungsunternehmen? Heißt AA Partners Group. Aha. Zum Beispiel, haben Sie Erfahrung in Kryptos? Nee, habe ich nicht. Alles klar, wahrscheinlich in Aktien, oder? Ja, genau. Ja, im Kryptomarkt funktioniert das alles so. Sie kaufen eigentlich billige Kryptos und verkaufen teure, ja? In Aktien ist es so, ja? Ja, das ist nun mal so. Ja, theoretisch ist es so. Und mit unserem Unternehmen, nach der Mireinzahlung, werden Sie von unserer Seite richtige Informationen bekommen. Zum Beispiel, an welche Münze sollen Sie investieren? Wann brauchen Sie zu stoppen, so weiter. Und damit können Sie monatlich Profit bekommen. Von Ihrer Einzahlung ist von 40 bis 60%. Zum Beispiel Mindestbeitrag bei uns ist 250 Euro. Wenn Sie diese 250 investieren, können Sie monatlich ungefähr 150 Euro profitieren. Nochmal, also... Verstehen Sie? Sie sagten irgendwie... Ich kann 40 bis 60% profitieren. Ja, von Ihrer Einzahlung. Ah ja, okay. Ja, zum Beispiel, wenn Sie 250 investieren, Sie, wie das alles passiert, ja? Sie erstellen Ihr eigenes Konto an eine offizielle Krypto-Webseite, Krypto-Plattform, und anlegen Sie auf diese Konto Ihr Geld. Sie werden alles selbst verwalten, Ihr Geld, Ihre also Gewinne, ja, und werden Sie von unserer Seite Informationen bekommen. Wichtige Informationen, fertige Informationen, damit Sie von 40 bis 60% von Ihrer Einzahlung Profit gewinnen können. Verstehen Sie, ja? Ja, das habe ich verstanden, ja. Das haben Sie verstanden, sehr gut. Unsere Interesse sind von 2 bis 10% von Ihren Gewinnen. Nicht von Einzahlung, sondern von Ihren Gewinnen. Damit meine ich, wenn Sie Profit machen, werden wir auch unsere Gebühren nehmen. In welcher Höhe? Verstehen Sie, ja? In welcher Höhe nehmen Sie die Gebühren? Gebühren von 2 bis 10% von Ihren Gewinnen. Gebühren meine ich. Das ist ja ein großer Spektrum von 2 bis 10%. Schauen Sie, Sie werden immer von unserer Seite informiert sein. Wir werden keinen Zugang zu Ihrem Konto haben und alles werden Sie selbst zu machen, ja? Und wenn Sie uns sozusagen unseren Instruktionen folgen, zum Beispiel, Ihre Kontomanager sagt Ihnen, wenn Sie zum Beispiel heute, stellen wir uns vor, heute Ihre Geld auszahlen möchten, aber Projekt ist nicht am Ende, ja? Und Sie sagen Ihrem Kontomanager, ich brauche heute Geld zum Beispiel und ich brauche mein Geld auszahlen. Wenn er sagt, in einer Woche, wenn Sie Ihr Geld auszahlen lassen, werden Sie mehr Gewinne haben, ja? Die Entscheidung treffen Sie selbst natürlich, aber wenn Sie diesen Instruktionen hundertprozentig folgen, werden die Gebühren niedrig sein, sagen wir von 2 bis 5%. Aber wenn Sie sagen, zum Beispiel, wenn Projekt nicht am Ende ist und wenn Sie sagen, nein, brauche ich sofort Geld und Ihre Geld lassen Sie auszahlen, dann werden die Gebühren ein bisschen mehr, ja, von 5 bis 10%. Verstehe ich nicht, warum das dann sehr laut bei Ihnen. Könnt ihr da ein bisschen für Ruhe sorgen? Ja, bitte? Ich sagte, es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie da ein bisschen für Ruhe sorgen? Das wäre nett. Hier arbeiten 40 Leute im Büro und deswegen
gibt's Musik und ein bisschen, ja. Ja. Wenn Sie möchten, Und Sie ein können bisschen zur Java Warte heißt telefonieren. was? Und ein bisschen ja, was ist ein bisschen ja? Was ein bisschen? Sie sagten, hier arbeiten 40 Leute, da ist ein bisschen Musik und ein bisschen ja. Was ist denn ja? Die Leute meine ich, meine Kollegen, die alle telefonieren, ja? Ja, aber die müssen ja nicht so laut schreien, dass ich die höre. Niemand schreit sie. Ja, aber auf jeden Fall war es sehr laut gerade. Wenn Sie wollen, wir können per WhatsApp telefonieren. Ich werde in eine andere Zimmer gehen. Wieso WhatsApp? Wenn es Ihnen. Wieso WhatsApp? Ich habe gar kein Handy, was WhatsApp hat. Alles klar. So, Herr Losmann. Gut, dann Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen alles bezeigen, ja, Sie wie können Sie also. erstmal können Sie mir was über Ihre Firma sagen. Das wäre ja erstmal interessant. Was ich handeln kann bei Krypto, oh, es ist wieder so laut. Ja, und jetzt hört man gar nichts mehr. Ja, ich habe immer auf. Ja, es wäre nett, wenn der Kollege nicht so laut ist. Also, der Punkt ist, Kryptos, welche Kryptos kann ich denn handeln bei Ihnen? Wir beschäftigen uns mit weltbekannten Kryptowährungen, die nicht so teuer kosten. Zum Beispiel mit Bitcoin haben wir nichts zu tun, weil es kostet immer teuer und das ist eine starke Kryptomünze. Aber die Münzen, damit wir handeln, damit wir sie informieren, sind kosten sehr nicht so teuer und haben Kurzzeitpreispotenzial. Das heißt, mit teuren Kryptos handeln Sie gar nicht. Kann man ja sagen so. Zum Beispiel über Dextrade, wissen Sie? Nee, ich habe mich ja da noch gar nicht groß informiert. Aber es ist ja schon komisch, dass Sie mit manchen Kryptos gar nicht handeln. Aber okay. Und. Die, zum Beispiel, schauen Sie, Bitcoin kostet 15.000, ja? Heutzutage ungefähr 15.000 Dollar, sagen wir. Und wenn Sie 250 investieren, das ist nicht gut für Sie, ja? Wenn Sie ja, je mehr Sie investieren, natürlich, desto mehr werden Sie profitieren. Ja, gut. Und wie kann ich denn überhaupt investieren bei Ihnen? Wie gesagt, an eine offizielle Krypto-Plattform, heutzutage Indextrade, das ist auch eine offizielle Plattform, erstellen Sie selbst Ihr eigenes Konto und an dieses Konto werden Sie Geld einzahlen. Ihr eigenes Geld an Ihr eigenes Konto, meine ich. Und werden Sie dann mit meiner Rechnungsabteilung sprechen, damit Sie Ihre also Investitionen bei uns aktivieren und werden Sie Ihr eigenes Kontomanager bekommen. In 2 Tagen werden Sie Anruf von Ihrem eigenen Kontomanager Das bekommen. heißt, Er wird Ihnen weiterhelfen. Ihre AA Partners Group ist gar keine Trading-Plattform. Was bitte? Die sind einfach sehr laut. Sie können mich ja schon gar nicht verstehen. Ich sagte, Ihre AA Partners Group ist also keine Trading-Plattform. Nein, nein. Wir arbeiten diese Plattform, Dextrade, nicht unsere, ja? Das ist eine offizielle Plattform, wo die tausende Leute handeln. Ja gut, aber. Wir haben unsere eigene Plattform nicht und das ist, glaube ich, Vorteil. Ja, aber warum sollte ich dann bei Ihnen investieren oder vielmehr bei Dextrade investieren und Sie bekommen, wenn ich bei Ihnen nicht handeln kann und Sie bekommen dann von meinem Gewinn noch Prozente? Wofür? Ich kann ja dann direkt bei Dextrade handeln. Sie werden Informationen bekommen. Welche Münze hat Preispotenzial? An welche Münze wäre besser zu investieren, um Gewinne zu bekommen? Ja? Wir haben Analystenteam, die analysieren den ganzen Kryptomarkt und geben Sie die Informationen. Ja? Verstehen Sie? Ja. Weil gibt es zu viele Münzen, mehr als 9.000, und das ist sehr also schwierig, kompliziert,
sozusagen profitieren im Kryptomarkt, muss man zu viel analysieren, wenn sie selbst das machen. Deswegen haben wir Analystenteam, haben wir Kontomanagers und wir. Ich helfe Ihnen bei Ihrer Investition, dann werden Sie Ihre Kontomanager haben. Ja gut, dann schicken Sie mir doch erstmal die Informationen, dass ich da erstmal weitersehen kann. Das wäre doch erstmal alles ganz gut. klar. Ich werde schicken Informationen darüber, was wir gerade gesprochen haben, ja? Ja genau, aber das können Sie ja trotzdem machen und dann können Sie mir ja weiter erzählen, was noch geht. Dann würde ich Ihnen, kann ich Ihnen präsentieren, wie Sie diese Konto erstellen, wie das funktioniert, wie Sie Geld einzahlen können. Das war's. Ja, und auf welche Arten kann ich denn Geld einzahlen überhaupt? Wenn Sie Kreditkarte haben, können Sie mit Ihrer Kreditkarte in Ihre Kryptokonto Geld also schicken, sozusagen. Und wenn Sie keine Kreditkarte haben, werden wir eine Visa-Karte erstellen. Ja, Ich werde das eine kurz. Visakarte ist doch eine Kreditkarte. Wenn Sie keine Kreditkarte haben, meine ich. Ja, und Verstehen Sie? wie kann man es dann machen? Was dann? Ja, wenn man Hallo. keine Wenn Sie Kreditkarte gerade hat. Zeit haben und Internet-Eingang haben, kann ich das alles erklären. Sie werden visuell sehen, visuell alles selbst machen und verstehen, ja? Ja, aber dann Dann schicken treffen Sie Ihre Entscheidung. Sie mir doch erstmal die Unterlagen, dass ich mir das angucken kann und dann. Einen Moment. Ihre E-Mail lautet ludgerlosmann@gmail.com, ja? Das ist richtig, ja. Kleinen Moment. Sind Sie da? Ja, ich bin da, natürlich. Habe ich geschickt. Per E-Mail. Noch ist nichts da. Ah ja, okay. Können Sie das aktualisieren? Ja, Lara Kemmel, richtig? Genau. Okay, die Frage ist, kann ich denn nur mit Kryptos handeln dort oder kann ich auch mit Ja, anderen Dingen mit Kryptos. handeln? Nein, nur mit Kryptos. Ah ja. Und wie kamen Sie jetzt darauf, dass ich mit Kryptos handeln will? Das ist Ihre Entscheidung. Ja, nein, und Wie gesagt, wie kamen Sie denn auf mich jetzt anzurufen? nochmal? Wie? Wie sind Sie denn auf meinen Namen aufmerksam geworden? Wie kommt der Name denn in Ihr System? Es wurde Anmeldung von dieser Nummer, von diesem Namen und mit diesem E-Mail gemacht. Deswegen bekommen Sie Anruf. Bei wem? Bei wem habe ich Von Anmeldung meiner gemacht? Seite. Bei wem habe ich die Auf Anmeldung unserer gemacht? Informationswebseite. Bitte? Auf unserer Informationswebseite haben Sie Anmeldung gemacht. Welches war denn die Informationswebseite? Von unserer Partner, EE Partners Group, ja? Da habe ich keine Anmeldung gemacht. Das wäre mir bewusst. Hier steht schon. Sie Ja. haben diese Anmeldung, schauen Sie, am 10.11. gemacht. Am 10.11. Ja. ist mir jetzt. Auf Metaprofit Aha. Metaprofit. Also nicht bei Ihrer Firma, sondern Superstar. bei So, haben Sie gerade Metaprofit. Zeit? Haben Sie gerade Zeit, damit ich alles präsentieren kann? Ja, ne, wie wollen Sie mir das denn präsentieren? Sie werden auf Ihrem Computer oder Laptop oder Gerät, Handy arbeiten. Ich werde alles hören, werden wir zusammen alles sprechen, werden Sie sagen, was Sie da sehen, kann ich alles hier erklären. Was mich jetzt gerade so wundert, ist, warum schreiben Sie mir denn nicht mit der Firmen-E-Mail-Adresse, sondern mit einer ganz normalen Gmail-Adresse? Ich kann das auch machen, wenn Sie wollen, ja? Ja, das ist auf jeden Fall seriöser. Alles klar, werde ich weiter darauf achten. So, haben Sie dabei Laptop? Ich habe einen Rechner.
Oder bitte? Das ist doch ein Ihre Rechner. Damen, bitte? Verstehen Sie kein Deutsch? Okay. Okay. Dann öffnen Sie Google Chrome oder Firefox oder Mozilla. Ich werde buchstabieren. Ja, was wollen Sie denn buchstabieren? Textrate. Na gut, die Seite werde ich ja dann, die Seite werde ich ja dann schon finden. Das ist ja kein Problem. Das haben Sie mir verlinkt. Das ist ja dann kein öffnen Problem. Sie diese Webseite. Ja gut, das kann ich ja dann noch machen. Aber wie gesagt, das ist, ich habe mich nicht für nie so offiziell für Kryptos interessiert. Deswegen wundert mich das. Was verwundert dich? Ja, dass ich mich nicht für Kryptos interessiert habe. Das hat eine Anmeldung gemacht, bitte? Ja, die habe ich gemacht, aber nicht für Krypto. Für was? Ja, ich bin eher an Aktien interessiert. Daher meine Frage, wieso kommen Sie haben auch darauf, dass ich... Haben Sie da nicht gelesen, bevor Ihre Anmeldung, dass es um Kryptowährungen geht? Nee, meine Anmeldung war ja noch nicht mal bei Ihnen auf der Seite. Es war ja nur bei einer Werbung. Da steht ja gar nicht drin, bei wem man sich landet. Lassen Sie mich doch einfach mal bitte ausreden. Es ist sehr unfreundlich, wenn Sie permanent ins Wort fallen. Es ist sehr unfreundlich, wenn Sie mir permanent ins Wort fallen. Hören Sie einfach mal zu und antworten Sie hinterher, wenn ich fertig geredet habe. So einfach ist das. So, ich habe mich ja nicht bei Ihrer Webseite registriert, sondern auf einer Werbung. Und auf der Webseite habe ich nicht gesehen, dass da irgendwas steht, es geht ausschließlich um Kryptos. Das war in der Werbung nicht zu sehen. Und auf dieser Werbung haben Sie nicht gelesen, dass er Krypto-Superstar geschrieben? Nein, es war nicht zu sehen, dass Oder es das nur um Krypto geht. Das ist ein bisschen unlogisch, ja? Nein, es war das nicht... Das ist ein bisschen unlogisch. Sie haben Anmeldung bei Kryptowährungen gemacht, mit diesen Kryptos, und sagen Sie das über Aktien. Ja genau, ich bin nicht an Kryptos interessiert, ganz genau. Alles klar. Ja bitte. Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Bianca Richter. Spreche ich mit Herrn Joachim Ringsbach-Bergheimer? Das ist richtig, ja. Ja. Mein Name ist Bianca Richter. Ich rufe von Crypto at Web Trader an. Es geht darum, dass Sie Interesse an einem Handelskonto gezeigt haben und sich erfolgreich registriert haben. Ich bin Ihre zugewiesene Kundenbetreuerin, das Handelskonto zu aktivieren. Ja. Haben Sie schon Erfahrung mit dem Finanzmarkt? Nee, habe ich noch nicht. Haben Sie noch nicht, okay. Wollen Sie denn lieber mit einem Finanzberater weiterarbeiten oder mit dem automatischen und robotischen System? Was ist Ihnen lieber? Das weiß ich noch nicht so genau. Okay, was denken Sie denn? Also kann ich Ihnen erklären, was der Unterschied zwischen beiden ist? Können Sie mir gerne erklären, ja. Okay, ja, also es ist so, dass Sie mit dem Finanzberater, der Ihnen dann immer zur Verfügung steht, der wird Ihnen auch alle Fragen beantworten, der wird dann dieses ganze System, also dieses Investor-System, die Applikation verfolgen immer und Sie kontaktieren und sagen, okay, gerade ist das so, geht das gerade hoch, so geht das gerade unter, wie sollen wir das mit den Gewinnen machen, Auszahlungen machen, ja. Und bei dem automatischen System ist das so, dass Sie das alles automatisch laufen lassen können, die Applikationen werden automatisch laufen. Und Sie können dann jederzeit dann Ihre Gewinne sehen und Sie können dann sehen, okay, was ist gerade am Hochsteigen, was ist gerade am, oder es kommt drauf an, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin jetzt den ganzen Tag arbeiten und es ist besser, wenn ich das automatische Trading-App benutze. Ja. Aber Sie können auch, weil Sie ja gerade wenig Erfahrung haben, werde ich Ihnen empfehlen, lieber mit einem Finanzberater weiterzumachen, erstmal anzufangen und Sie können immer noch danach entscheiden, dass Sie dann zu dem automatischen wechseln, sich das auch nochmal angucken können, dass Sie auf beides mal einen Blick haben. Ja, okay. Und ich habe Ihren Firmennamen noch nicht so genau verstanden. Web Trader. Können Sie es bitte mal buchstabieren? Das kommt so schlecht rüber über die Leitung. Ja, im Moment. Ich kann ihn... kurz einen Moment. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Moment, ich vergleiche nur gerade
Damit Sie das auch direkt per E-Mail haben, von mir ist besser, da können Sie es Na, direkt ansehen. Sie können es ja erstmal buchstabieren, ganz einfach. Es könnte ja nicht so schwer sein, ne? Ja, Ada Trade. Also Anton Dora. Anton Dora, Anton. Ja? Richard, Theodor, Richard. Anton Dora, Anton. Anton Richard. Genau, Anton. Theodor, Ja? Emil, Ada Trade Capital. Also irgendwie haben Sie Buchstaben vergessen. Ada. Nein, habe ich nicht. Nochmal, also nochmal. In Ada Trade langsam. Capital, also A, wie also Anton, Ja? Dorothee, Ja? Anton, Ja? Richard, Ja? Theodor, Ja? Theodor, Richard wieder. Aha, das hatten wir nämlich eben nicht. Ah, okay. So, dann. Wo sind wir jetzt? Also Theodor, Richard habe ich Ihnen jetzt gesagt, ne? Ja. Und dann wieder Anton. Ja. Dora wie D, also D wie Dora. Ja. Und dann ein E. Ja. Und dann Kapital. Punktkapital oder? Nee, das wird direkt einfach Kapital.pro. Kapital. Da, wo Sie sich da, durch die Seite sind Sie Punkt. ja auch reingekommen. Pro. Sie waren Ah, schon auf unserem, ja. auf unserer Webseite waren Sie ja schon auf dieses Ada Trade Kapital.pro. Dadurch haben Sie sich ja auch registriert. Da sehe ich ja die Ja gut, aber ich Registrierung hatte von mich Ihnen. mehrfach registriert, deswegen frage ich ja noch mal nach. Ah, so, okay, alles gut. Ne? Also okay. Gut. So, also ja. Das ist jetzt Ihre Seite. Augenblick, der Rechner ist ein bisschen langsam, deswegen habe ich die jetzt noch nicht offen. So. Und wo sitzen Sie, Ihre Firma? Wo sitzt die? Also unser Hauptsitz ist in England. Ja. Unser Hauptsitz ist in Aber. England und wir haben verschiedene Abteilungen in Entschuldigung, in ganz Deutschland. Aber irgendwas Und ich muss sitze da in der hier. Schreibweise ja nicht so ganz stimmen, irgendwie. Augenblick. Finde ich, ist irgendwie. Ich schicke Ihnen, machen wir das so. Ich schicke Ihnen einfach mal diesen Link, dann können Sie direkt da drauf gehen und das sehen, okay? Ist das besser für Sie? Ja, aber wie gesagt, Ada Trade Kapital ohne Punkt dazwischen und hinter Nein, Kapital. Ada Trade Capital Punkt Pro. Ja. Okay. Ja, das ist richtig. Oder ich schicke Ihnen einfach mal den Link und dann können Sie da drauf gehen, okay? Ja, gut, okay. An welche E-Mail-Adresse schicken Sie den Link? Ich sehe hier eine E-Mail mit joachim.ringsbachbergheimer@fukaru.com. Ist die richtig? Nee, die ist nicht richtig, sondern at Okay. gmx.de. Also vorne Das bleibt gleich. joachim.ringsbachbergheimer@ okay, at Gmail. Okay, At super. Okay, einen Moment. gmx.de. gmx.de. Okay, super. So, aber Ihre Seite funktioniert nicht. Die Adresse wurde nicht gefunden. Ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail raus. Einen Moment, bitte. Ja, ich hab ja so eingegeben, wie Sie es buchstabiert haben. Aber dann schauen wir doch mal auf die E-Mail. Ja. Ja, ich gucke gleich nochmal die E-Mail, joachim.ringsbachberger@gmail. Bergheimer. Da kommt mir nur die Stadt Bergheim in meinen Nein, Gedanken. Ringsbach Bergheimer. Das ist der Name. Ja. Ja. Einen Moment. So, ich habe es gerade rausgeschickt. Muss ich mal, ob sie es erhalten haben, ja?
Ja, noch habe ich sie nicht. Aktualisieren Sie mal Ich Ihre E-Mail. aktualisiere. Die E-Mail-Adresse von Ihnen ist falsch. Nein, die ich. Dann haben Sie sie Ich habe falsch eine geschrieben. Mail Delivery Subsystem Address not found, Dann, wurde mir angegeben. ja, ich bin noch drauf auf meiner E-Mail-Adresse und ich erhalte jede Menge E-Mails auf dieser Adresse. Also irgendwas haben Sie Okay, verkehrt also ich geschrieben. sag nur Ihnen, was ich hier. Ich habe mir einfach kopiert, nur dieses GMX geändert und habe es rausgeschickt. Aber ich habe eine Address not found. Moment, können Sie mir vielleicht, ich buchstabiere mal, gucken Ja. Sie mal, ob da irgendwas vielleicht falsch eingetippt worden ist, okay? Von Ihrer Seite aus. So, also Jura, Otto, Anton, Cäsar, Hans, Ida, Martha, Punkt, Ja. Richard, Ida, Nordpol, Georg, Sascha, Bertha, Anton, Cäsar, Hans, Bertha, Emil, Richard, Georg, Hans, Emil, Ida, Martha, Emil, Richard at gmx.com. Nein, gmx.de. Na, sehen Sie, da waren wir wieder mal falsch. Okay, Moment. Haben Sie es bekommen? Ich gucke mal. Nee, bis jetzt ist noch Also nichts jetzt ist, da. habe ich jetzt auch keine Ahnung. Okay. Aktualisieren Sie bitte auch nochmal. Ja, mache ich die ganze Zeit. Ist noch nichts da. Nein. Das ist von meiner Seite aus raus. Also ich habe jetzt auch keine Fehlermeldung oder so bekommen. Dann ist Ihr E-Mail-Server ein bisschen langsam. Ich habe noch nichts Ja, das bekommen. ist. Okay, also Moment. Also ich versuche es nochmal rauszuschicken. Also ich glaube Ja, nicht, dass gut. es irgendwas Falsches sein wird. Okay, Na, wenn Moment. Sie es einmal rausgeschickt haben und es noch nicht da und in derselben Adresse nochmal rausschicken, das bringt ja dann nichts. Ja, Moment, aber ich habe ja hier alles richtig eingegeben, auch Ihre E-Mail-Adresse. Okay, also gucken Sie jetzt nochmal, aktualisieren Sie bitte. Nee, ist noch nichts. Ah, jetzt kommt was. So. Ach, sieh an. Kein Wunder, dass ich die Webseite nicht gefunden habe. Haben Sie falsch eingegeben? Nein, Sie haben mir anders buchstabiert. Nee, Webtrade. Ich habe es Nein. ja richtig. Okay, jetzt haben Sie ja den Link. Nein, Gucken Sie richtig. Augenblick, Sie haben mir gesagt, Ada Trade Capital Punkt Pro. Ja, Ada Trader. Nein, Ada Trade Capital Punkt Pro haben Sie mir genannt. Und in dem Link steht Ja, nichts und in von der. Capital. Gehen Sie auf den Link drauf. Ja, Klicken Sie mal auf ne, den Link drauf, dann sehen Sie da auf die Seite. ja, aber Wenn Sie auf der den Link Punkt ist, dass draufklicken. Sie es einfach falsch diktiert haben. Die Webseite ist nicht Ada Trade Punkt Pro, wie es hier steht, sondern Ada Trade Capital haben Sie buchstabiert. Moment mal. Nee, es ist ja die Seite von uns. Ich werde es ja nicht falsch buchstabieren. Na, Sie haben doch Capital gesagt. Ada Ja, Trade, Ada Trade. Capital Web Trader. Nein, Sie haben gesagt Ada Trade Capital Punkt Pro. Das haben Sie gesagt. Das haben Sie Wenn Sie gesagt. auf der. Gut, jetzt haben Sie ja den Link, gucken Sie sich das an und dann können Sie ja immer noch entscheiden, ob Sie es machen wollen oder nicht. Na gut, ich habe grundsätzlich, also Sie sagen, Sie sind in England, richtig? Also unser Hauptsitz ist in England, genau, Ah ja, richtig. klar. Und wir haben verschiedene Abteilungen in Deutschland, in Frankfurt, Berlin,
in Düsseldorf und noch weiteren Städten haben wir das und wir arbeiten mit der FCA Authority zusammen. Ah ja, okay. Bei FCA, okay. Genau. Sehr schön. Genau. Und dann kann ich Ihnen, wenn Sie wollen, auch noch eine FCA-Lizenz von mir bekommen, wenn Sie das möchten. Unter Dann welchem haben Sie das auch da. bei Ich habe da. bei FCA zum Beispiel. Unter welchem Namen Ja, sind Sie das denn da ist. registriert? Wie bitte? Unter welchem Namen Sie dort registriert sind? Kapital-LCC. Ich schicke Ihnen die Lizenz und da finden Sie auch diese, Nein, das können Sie mir einfach sagen. die Ich kann es Nummer ja können direkt Sie. überprüfen. Ich kann es ja direkt Die überprüfen. Referenznummer kann ich Ihnen sagen, ja, 4757 4, 43. 4, 7, 5, 4757 43. 4, 3. Dann Genau. schauen wir doch mal. So. Sind Sie schon mal, haben Sie schon mal irgendwo investiert oder sind Sie da irgendwie von Nein, aber irgendwelchen Betrügernseiten reingefallen oder ich frage ich jetzt ich nochmal so, weil Sie informiere so mich viel fragen? gerne, bevor ich irgendwas investiere. Das ist schlicht und ergreifend meine Geschichte. Okay. Und seit wann besteht Ihre Firma schon? Wie bitte? Seit wann gibt es Also Ihre ich selber Firma schon habe am jetzt, Markt? ich arbeite hier schon seit Nein, einem nein. Monat erst. Also ich bin Seit noch Ihre ganz neu, ja. seit wann Unsere Ihre Firma, die gibt es schon jahrelang. Ja, Die das heißt, arbeitet schon jahrelang, ja. und wie viele Jahre ungefähr sind Sie ein erfahrenes Unternehmen? Wir sind ein erfahrenes Unternehmen. Wir haben sehr viele Kunden, die mit uns zusammenarbeiten. Sie können, wenn Sie wollen, recherchieren Sie erstmal in Ruhe darüber nach Ja, und dann ich können Sie frage sich ja das ja gerade immer noch nach. weiter, weil ich habe noch Kundengespräche. Und deswegen muss ich auch mich an die Zeit halten, Herr Ja, gut, aber. Reinkommissar. Es tut mir leid, ja. Aber Sie Also, können erstmal recherchieren. Sie haben ja jetzt alles von mir ich bekommen. habe, ich Lassen bin Sie sich schon im genug Kopf gehen. recherchiert und Sie geben mir einfach Okay. keine Antworten. Also, wenn Sie keine Kunden haben wollen, okay, wenn sich keine Nee, Zeit es für, geht nicht wenn darum, Sie dass sich ich keine keine, lassen Kunden Sie mich haben einfach möchte, mal aber ausreden, es lassen Sie ist mich so, einfach ich verschwende ausreden, wenn gerade Sie mich meine ausreden Zeit, lassen können, dann ja? würde ich auch Sie verstehen würden. So, ganz Ja, einfach. bitte, mach, erzählen Sie. Also, Sie sagte, Ihre Firma ist schon Jahre alt. Und dementsprechend Ja. ist Ihre Webseite auch genauso alt, richtig? Ja, wir haben auch, genau, das ist richtig. Das ist komisch, dass sie gerade erst am 19. Mai 22 registriert wurde, Ihre Webseite, Ja, Adatrade das ist, Pro. weil wir die, genau, weil das ist so passiert. Ich kann Ihnen das auch erklären, warum es so passiert ist, ja. Weil Ja. es irgendwelche Betrügerfirmen da außerhalb gibt, die mit unseren Namen arbeiten zusammen, okay? Und Und deswegen wir wird sind Ihre momentan mit Webseite. der Cybercrime, ja, sind wir momentan damit unterwegs, dass wir das da rausbekommen. Und deswegen wurden wir auch neu angemeldet, okay? So. Ah. Sonst noch etwas, bitte? Ja, na, ich Weil es werde ist es. so, die ganzen Betrügerfirmen, die benutzen unseren Namen. Es sind nicht nur eine oder zwei. Es gibt zahlreiche, die das Gleiche verwenden, professionell arbeiten damit. Ja, Und gut. genau wegen solchen Leuten bekommen wir solche Anfragen von irgendwelchen Kunden, die da reingefallen sind und die ganze Zeit durcheinander und misstrauisch sind, dann auch mit uns Ja, selber, ja? gut. Okay, Wissen Sie? Sie sagten ja, Sie haben eine Filiale in Deutschland. Warum rufen Sie dann mit unterdrückter Rufnummer an? Ich rufe, also ist es so, wir rufen alle von dem System aus an. Ja, Es ist und nicht so, dass wir, ich kann. aber mit unterdrückter Rufnummer. Das ist nicht seriös. Jede seriöse Firma, die mich anruft, wird Ich mich. kann ihn auch vom WhatsApp aus anrufen, Warum wenn Sie wollen. Ich rufe aber nicht unterbrechen vom Sie mich System eigentlich aus ständig? an, ja? Warum Weil unterbrechen Sie mich ständig? ich Sie merke es gerade, unterbrechen dass mich ich gerade die ständig Zeit und mit von Ihnen daher verschwende, sind weil ich Sie weiß, dass einfach Sie eine sowieso nicht mehr unseriöse weitermachen Firma. werden, Niemand okay? würde Weil vernünftig ich weiß, niemand weil Sie ist werden nie ein mehr seriöses weitermachen, ja? Unternehmen würde Sie jemals einen Kunden unterbrechen. fragen, Da können Sie gerne, holen Sie mal ein dann bisschen Luft, angeblich vielleicht kommt da ein bisschen unseriösen Firmen Sauerstoff an Ihr Gehirn. Vielleicht weitermachen, okay? Nee, klappt ich das bin ja ja. nicht einfach so in meine Wäre ja Zeit ganz verschwendet. Ich schön, bitte ne? Sie. Also Sie sind schlicht und ergreifend Ja? eine Scammerfirma. Ja, So einfach ist es. Sie können, ach, Okay, können Sie gerne schön, sagen, was prima. Sie wollen. Ist mir scheißegal. Legen Ja, Sie ist Ihnen einfach auf. Ich habe scheißegal. keinen Ja, Bock, so mit so geht eine Kunden seriöse Firma wie mit zu Kunden um. arbeiten. Ganz klar. So macht das eine seriöse Firma.